Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Und ihr hört es schon an der epischen Musik. Unendliche Weiten erwarten uns Stella Kitty. Der hat sich Star Trek Generations Beyond the Nexus gewünscht. Oh, was für ein Titel. Sehr, sehr lange. Ich hatte ja schon mal ein Star Trek Spiel hier in dieser Serie gespielt. Das war jetzt... Ist nicht richtig mies, aber so gut auch nicht. Ja, also ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. An dieser Stelle erstmal Entschuldigung, Laketi, ich hatte mir bei dem ersten Wunsch das vergessen aufzuschreiben, aber deswegen wird das hier natürlich jetzt nachgeholt. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Also vom Grundsetting her, so von der Aufmachung her, sieht das eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Sieht zumindest wie Star Trek aus. Ich bin ja nicht so der weltgrößte Star Trek-Fan auf der Welt, eher so... Star Trek ist mir nur zu friedlich. Ich bin ja Warhammer 40.000 Fan, deswegen, das sind so zwei komplett unterschiedliche Welten. So, bla bla Story. Oh. Okay. Das Problem ist, okay, es ist sowas wie Top Gun anscheinend geworden. Ich hätte auch ganz gerne. Irgendwie ein Steuer, ein Fadenkreuz. Und wo sind die Gegner denn? Da ist ein Mond. Also der Einstieg war echt gut, ne? Okay, habe ich getroffen. Alter, ey. Also... Ego-Ansicht, Raumschlachten auf den Gameboy. Ich bin gerade etwas... Oh, dieser Sound, ne? Miep, miep, miep. Der ist so schrill. Ja, ich bin, wie gesagt, leider im Star Trek-Universum nicht ganz firm. Deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen... Nee, B macht gar nichts. Ich kann nur diese... Was sind das? Ach, Phaser sind das. Schießen. Ach, ich kann ja auch halten. Dann mache ich hier so einen Dauerschuss quasi. Piu. Oh, ich habe keine Phaser mehr. Ich glaube, die Phaser zu halten war nicht so eine gute Idee, weil die brauchen ja ewig, um die sich wieder aufzufüllen unten. Ey. Guck mal, was hätte ich gemacht? Ach, da habe ich eine Karte. Ey, das ist so X-Wing oder Wing Commander für ganz Arme, oder? Na, komm, komm, komm. Also. Mir fehlt hier echt ein Fahnenkreuz, wo ich hinschieße. Ich meine, gut, so nach einer Zeit kann man das ungefähr abschätzen. Aber so Entfernung und sowas sind hier ganz schlecht einzuschätzen. Und guckt euch doch mal an, wie lange man warten muss, bis sich die Phaser wieder aufgeladen haben. Uff. Uff. Ja, komm. Wo seid ihr? Hinter mir. Das ist auch das Nervige, dass ich das ständig auf die Karte schalten muss. Komm her. Und ich weiß ja auch noch nicht mal irgendwie... Sind die jetzt Wesen kurz vorm Sterben, oder? Man weiß es nicht. Also, eine Raumschiff-Kampfsimulation ist echt das... So ziemlich... Hätte ich es nicht erwartet bei Star Trek. Weil das ist auch nicht so unbedingt der Kern der Serie, oder? Also gekämpft wird doch da eher selten. Ich meine, klar, es wird auch mal gekämpft. Aber... Ich bin gerade echt... Ganz ehrlich, das Top Gun gefällt mir da noch wesentlich besser, was ja auch jetzt nicht so das übergeile Spiel ist. Aber da dieses Phaser aufladen. Bei Top Gun, da schießt man die Flugzeugwesen gut ab, hat dann auch Raketen zur Hand oder sowas. Guckt euch das mal an. Die Schilde sind auf voller Power. Das heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich eh nicht verletzt und wir kurven jetzt so im Kreis. Ganz ehrlich. Warum?
Komm her. Ey, dass diese Phaser so lange zum Aufladen brauchen. Damit sie wenigstens irgendwie... Oh, den habe ich doch getroffen. Den habe ich doch getroffen. Komm her. Wenn ich Wesen irgendwie sehen würde, kann man hier vielleicht irgendwie Energie so umschieben? Mal gucken, da ist Pause. Ja, mehr Knöpfe habe ich ja nicht. Als B macht gar nichts. Wenn ich jetzt irgendwie so vom Schild her auf den Phaser irgendwie Energie umleiten könnte oder irgendwie sowas. Laketi, guter Wunsch. Also, passend für die Serie. Nicht, dass das Spiel irgendwie gut ist. Ah, Moment, ich muss hier kurz mal, Gottes Willen. Mein Monitor schaltet, hat irgendwie eine Warnmeldung, dass er sich nach X Zeit ausschaltet. Da muss ich mal kurz bestätigen, nein, mach's nicht. Muss ich auch mal ausstellen, glaube ich. Ey, wie viel halten die denn aus? Boah, es macht so keinen Spaß, wenn diese Flugkämpfewesen so kurz und knackig wären, ne? Irgendwie, keine Ahnung, 2, 3 Breitseiten, dann ist er hin. Aber nein, man guckt hier irgendwie gefühlt stundenlang rum, muss dann auf einen anderen Bildschirm gehen. Da hätten sie doch hier irgendwie so unten rechts oder sowas so einen kleinen Bildschirm einblenden können. Nach dem Motto, na, komm her, komm her. Dass man hier kein Fadenkreuz hat. Wo sowas wie bei Wing Commander ist immer so eine Anzeige, wohin man schießen muss, damit man den trifft. Also man muss natürlich immer etwas vorhalten, logischerweise. Na komm her! Also ein shitty Weltraumkampfsimulation habe ich jetzt nicht erwartet. Na komm her. Da habe ich ihn jetzt gerade getroffen? Ha! Habe ich jetzt nicht so gesehen. Na komm. Ich verfolge jetzt das eine Schiff hier. Wie man sieht, sehr spannend. Ich drücke nach links und feuer ab und zu die Phaser auf. Gut, dass die Enterprise nicht so flink ist beim Manövrieren, ist ja klar. Ist ja ein relativ großer Pott, ne? Aber das ist so langweilig. Sag mal, wie viel hält der denn aus? Alter! Oder muss ich zu diesem blöden Planeten fliegen? Guckt euch das mal an, das ist doch kein spaßiger Kampf hier. Da wisst ihr was, ich fliege jetzt einfach mal zum Planeten. Immerhin kann man auf der Karte sich auch drehen. Ich mache jetzt einfach mal, versuche ich mal Kamikaze auf dem Planeten. Vielleicht habe ich denn eine Art Bodenmission da oder irgendwie sowas. Ich kann ja auch noch nicht mal die Geschwindigkeit irgendwie erhöhen. Das Steuerkreuz kann man halt nur nach links und rechts. Scheiße, wo ist der Planet hin, ey? Ah, was habe ich den Planeten verpasst? Wo haben wir ihn? Aber diese Karte, guckt euch das mal an. Wo will man da jetzt auf der Karte was Vernünftiges sehen? Meine Fresse, ey. Komm. Du auch. Verpisst euch, ihr beiden. Mann. Wo ist der blöde Planet hin? Das Spiel regt mich echt auf. Was für Müll ist das? Und vor allem, ist das das ganze Spiel hier, oder? Guckt euch doch mal, man kann ihn auch nicht vernünftig verfolgen. Wie gesagt, die Enterprise ist halt ein... Da ist der blöde Planet. Okay, ich fliege jetzt mal voll drauf. Ich drehe nicht ab. Ich habe mich nicht bewegt. Also ich kann offensichtlich nicht auf dem blöden Planeten landen. Komm her. Ich weiß nicht, was ich zu diesem blöden Spiel noch sagen soll. Ey, also es ist echt ein würdiger Wunsch, muss ich sagen. Wie es aussieht, bin ich jetzt eh gleich tot. Er fliegt automatisch über den Planeten drüber. Wieso kann ich diese blöden gegnerischen Schiffe nicht zerstören?
Hat die Enterprise wirklich so das Gegenstück von der Steinschleuder oder noch nicht mal wie von Wasserpistolen an Bord oder was? Tholian Vessels, also die Tholianer. Ich guck noch mal, ob jetzt hier wie im Intro irgendwas steht. Ob ich jetzt von der Mission her irgendwas verpasst habe. Bla 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 bla. Ja, wir sind gelauncht. Das war's. Mach mal. Star Trek. Das erste, was einem in den Kopf kommt, ist das. Ich hoffe, ihr hättet mit Erfolg auf jeden Fall mehr Spaß als ich. Danke an deinen Wunsch, Laketi. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bitte das Spiel einen weiten Bogen drumherum machen. Macht's gut. Tschüss.